Hey, Tommaso. Hm? Was trinken wir denn eigentlich heute? Also ich trinke gerade dein Bier. Ja. Weil du meins getrunken hast. Ja, aber wir sind ja beide geimpft. Wir sind ich übrigens habe mich heute Morgen getestet. Ja. Wir sind ja jetzt wieder hier in einer sehr angespannten Phase in Deutschland. Oh, sehr angespannt, ja. Wir sind hier alle, wir sind heute zu dritt. Tommaso Samson, der David ist noch dabei. Ja. Und wir sind alle geimpft. Aber ich habe mich heute Morgen zum Beispiel getestet, ne, weil ich heute auch bei Kunden unterwegs war. Ja, ganz, ich mache es mittlerweile regelmäßig. Ja. Und ich bin ohnehin lieb, weil ich schütze mich. Ja, ich schütze mich ja auch. Ne. So. Aber apropos Schutz, wer schützt uns vor schlechten Pizzas? Wir haben jetzt mal so als Entree so Fertigpizza gekauft, die Mods aufheben. Also wir müssen erstmal, hier zeig doch mal den Kamerad, den Deckel da. Kameramann. Also, wir haben, weil es uns irgendwie so angesprungen hat, ein Produkt der Firma Lentini. Ich sag's mal gleich, mich hat's nicht angesprungen, weil ich war gar nicht dabei beim Einkaufen. Aber so. du musst zugeben, jetzt gehen wir erstmal durchaus. Du mal die Packung weg. Ja, du erzählst weiter und ich sage euch, was daraus geworden ist. Guckt euch mal das Ding da an. Also, da fehlt vor allen Dingen, also so sage ich die ganze Pizza alles aus. Alles fehlt eigentlich. Also, ich sehe hier kein Oregano. Ich sehe hier auch kein wirklich Mozzarella. Den musste man auch suchen. Es war ein Viertelblatt Basilikum drauf. Per se ist das ja von der Idee her, finde ich eigentlich ganz gut, also so wie es in Neapel ist. Aber wir zeigen euch, ob haben wir ja einen Link zu unserer Pizza, die wir gemacht haben. So ist es richtig, ja. Der Teig per se, könnte vom Aussehen, naja, vielleicht ein bisschen, dem fehlt es irgendwie an Farbe, ich weiß es nicht drin, ja. Aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber wir haben reingebissen und es war fast trocken. Und wir haben es genauso gemacht, wie es auf der Packung gestanden hat. So ein Scheißdreck hat 5 Euro gekostet. Hier. Du bist aber jetzt ein bisschen hart in deiner Wortwahl, finde ich, oder? Mit dem Scheißdreck? Ja, wieso? Ein bisschen hart. Also, man kann ja Scheißdreck denken, aber das vielleicht ein bisschen anders ausdrücken. Aber du bist halt auch heute sehr auf Krawall gebürstet. Allerdings muss ich sagen, und das ist zur Ehrenrettung von JT, das ist alles auch ein bisschen nachvollziehbar, weil das hat alles echt so hübsch ausgesehen. Jetzt guckt euch mal an, was das für ein Mods-Karton ist. Ja. Und da drinnen hat sich eine Pizza versteckt. Die war relativ klein. Es war ein sehr vornehmes Format, das da drin versteckt hat. Ja? Ja, ja. Also, lass es uns zusammenfassen. Tolle Präsentation. Ja? Also, nach meinem Dafürhalten sehr animierend. Mhm. Ja? Aber der Spaß ist vorbei, sobald ihr die Packen aufmacht. Ihr seht, es ist eine vergleichsweise kleine Pizza. Und das halt, was letztlich aus dem Ofen dann kommt, unsere Empfehlung. Probiert's ruhig aus und schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, und dann probiert ihr unsere Pizza aus. Ja, es gibt Dinge, die können was und es gibt Dinge, die können einfach nichts. Und weißt du, was ich zu dieser Pizza sage? Ja, bitte. Liebe Damen und Herren, es ist nicht grundsätzlich meine Meinung, aber in diesem Fall möchte ich tatsächlich euch empfehlen, macht's euch selbst.